Herzlich willkommen bei uns. Und zwar machen wir heute was mit Wodka. Dieses Video ist ab 18 Jahren dann dementsprechend. oder kocht mit euren Eltern. Genau. Penne alla Wodka kommt aus Amerika, ist von den italienischen Einwanderern da irgendwie mitgebracht worden. Ist eigentlich eine ganz normale Penne mit ganz normaler Tomatensauce, bloß dass in der Tomatensauce ein bisschen Wodka drin ist. Das ist eigentlich schon das große Geheimnis. Wie das aber alles funktioniert zusammen oder wie unsere Variation ist, das zeige ich euch heute. Wir haben hier einen Wodka, der heißt Blood Wodka. Das ist einer der reinsten oder wenn nicht sogar der reinste Wodka auf der ganzen Welt. Also der hat 0,0% Verunreinigung drin. Also reiner wie das geht's nicht. Also das ist eigentlich schon mehr für die Gesundheit wie für den Rausch. In den letzten Videos haben wir in den Kommentaren einen Videowunsch gefunden. Und deswegen machen wir das heute hier mit der Pasta-Wodka-Soße. Falls ihr auch mal einen Wunsch haben solltet, was man mal zusammen kochen kann oder wie wir das hier machen, schreibt es uns einfach in die Kommentare unten rein und dann versuchen wir, es möglich zu machen, sag ich mal so, ne? Und ich fange jetzt einfach mal an. Heißt, wir schneiden die Zwiebeln und den Knoblauch klein. In meinem Fall sind das heute jetzt Schalotten. Da gehen wir einfach hin. Und einmal der Länge nach. Es muss auch jetzt gar nicht fein sein, weil wir nachher das eh mit dem Pürierstab pürieren alles. Sprich, es fällt uns gar nicht auf, falls wir es ein bisschen dicker geschnitten haben. So, den Knoblauch drücke ich ein bisschen an. Kommen die ätherischen Öle ein bisschen besser raus. Und beim Anbraten ist es auch ein bisschen besser, dann wird er nicht so schnell braun. Beim Basilikum gehen wir her und zupfen uns die Blätterchen weg. Die nehmen wir dann für nachher. Den schneiden wir uns dann auch so klein, wie es geht. Dann haben wir unsere Pfanne hier schon. Da gehen wir her und machen sie richtig heiß. Dann kommt ein kleines bisschen Olivenöl in die Pfanne. Lassen die Pfanne warm werden und geben dann unsere Zwiebeln, Knoblauch. Man kann auch noch mal einmal sich hier noch mal das durchhacken, wenn man das möchte. Die heiße Pfanne alles rein. In so einer richtig heißen Pfanne geht es richtig schnell. Das ist auch das, was wir wollen. Und jetzt kommt unsere Variation dazu. Das heißt, wir haben hier ein bisschen altes Brot und das haben wir einfach grob geschnitten. Man kann auch Paniermehl nehmen oder sowas. Das geben wir jetzt dazu, zu den Zwiebeln und zum Knoblauch. Und das saugt jetzt das restliche Olivenöl auf. Und das lassen wir jetzt wie Croutons auf Stufe 1 ganz langsam noch rösten und alles schön aufsaugen lassen. Das tut jetzt dann vor sich hin ein bisschen rösten bzw. langsam vor sich hin trocknen. In der Zwischenzeit gehen wir her und schneiden unseren Basilikum. Und das geht dann nachher ruckzuck, geben ihn dann schon direkt in die Tomaten, meine Güte. Wir geben ihn dann direkt zu den Dosentomaten, die wir hier haben. So. Und wenn es uns genug geröstet ist, kommt es quasi wieder raus. Verteilen wir das ein bisschen auf dem Zewa. Ganz schön ausfetten. Nun nehmen wir unseren ersten großen Schluck Wodka. Tun den Bodensatz damit lösen. Dann kommen die passierten Tomaten drauf. Mit einem ganz kleinen Schluck Wasser. Tun die Tomaten uns ein bisschen zerdrücken. Dann haben wir jetzt hier schon mal unsere Tomaten. Die haben wir jetzt ein bisschen zerdrückt. Und der Basilikum ist ja auch drin. Das wird jetzt einmal ganz kurz aufgekocht nochmal. Dass einfach das Wasser, das noch in den Tomaten drin ist, einfach ein bisschen reduziert wird. Und in der Zwischenzeit kochen wir einfach unsere Pasta. Ganz einfach Wasser, Pasta nach Packungsbeilage kochen. Und wenn es dann soweit ist, dann
sehen wir es wieder. Vielleicht trinke ich noch einen Schluck. So, unsere Nudeln sind jetzt gleich fertig. Und unsere Tomatensauce sieht so aus. Also es war wirklich nur eine Dose mit den Datteltomaten drin. Die Flüssigkeit ist verdampft. Die Tomaten haben wir ein bisschen zerrissen. Also so ein bisschen Art Paella. Und ein Bodensatz hat sich auch schon wieder gebildet mit den Tomaten. Und diesen Bodensatz, den löschen wir jetzt dann auch nochmal mit dem Wodka ab. Das ist jetzt auch nochmal so zwei Esslöffel. Das gibt mir jetzt alles dazu. Der Alkohol verdampft sowieso. Wer will, kann sich jetzt auch noch anzünden, das Ding. Dann ist der komplette Alkohol weg. Und so löst man einfach den Bodensatz ab. Lässt den Alkohol ein bisschen verdampfen. Und dann war es das schon. Jetzt sind unsere Nudeln auch soweit. Da gehen wir her und nehmen uns ein bisschen von dem Nudelwasser. Ist einfach ein bisschen Stärke drin. Stärke bindet das alles. Stellen es nochmal drauf. Und dann geben wir unsere Nudeln dazu. So, und mein persönlicher Trick ist jetzt der, dass man das einfach kurz mal eine Minute schön in der Pfanne drin liegen lässt, damit sich die Nudeln auch nochmal schön aufsaugen können. Und wer jetzt einen Deckel hat, der macht einen Deckel drauf. Ich habe leider keinen Deckel. Wer möchte, der kann jetzt nochmal hergehen. Kann nochmal einen kleinen Schuss Olivenöl darüber machen. Dann haben wir hier unseren Crumble. Den geben wir da auch noch drauf. Ich mache das gerne so, dass man das ein bisschen versteckt, dass man es nicht direkt gleich sieht. Und das ist unsere Penne à la Wodka mit Brotcrumble. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und ich werde es auch mal probieren. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll hier. Boah, ist das heiß. Geil. Was soll man dazu sagen? Ich bin ein großer Fan von dieser Bröselgeschichte da oben drauf. Mit dem Knoblauch und dem Brot und dann die Pasta mit der Tomatensauce. Das ist einfach eine richtig geile Kombi. Der Wodka passt auch super dazu. Man schmeckt ihn jetzt nicht direkt, sondern er kommt so ein bisschen so dieses Alkoholische nochmal so von hinten. Ja, finde ich geil. Und die Tomatensauce super saftig, super süß von den Tomaten. Dazu der Crumble, also es lohnt sich, es nachzukochen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn ihr nachgekocht habt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie das euch geschmeckt hat. Und lasst ein Like da und macht einen Handstand, macht irgendwas auf unserem Account. Und ich wünsche euch viel Spaß und ich setze mich jetzt mal darüber und esse es mal. Bis später.